Ja, guten Abend oder guten Morgen, je nachdem, wann ihr hier zuschaut und hört. Willkommen zurück zur Zero Seewert. Nach so ungefähr ein, zwei Wochen Pause. Ja. Ich klinge vielleicht gerade ein bisschen genervt auf euch. Ihr werdet auch gleich wissen, warum. Die Entwickler haben ein Update rausgehauen. Halt, wegen Beta-Testing und so weiter. Ich habe geupdatet das Spiel. Und als ich in das Spiel gerade reinkam und mich ein bisschen vorbereiten wollte, kurz, habe ich einen halben Herzinfarkt bekommen und einen Wutanfall, den könnt ihr euch nicht vorstellen. Wollt ihr wissen, warum ich wütend bin? Mein ganzes Zeug ist weg! Alles! Es ist alles weg! Meine Kiste wurde auf Anfang zurückgesetzt! Man kann bei diesen Spielen nicht zurückgehen irgendwie in den Speicherständen. Ich habe keine mehreren. Mein Zeug ist weg! Das wird nicht wiederkommen! Und als ob das nicht genug ist, ist sogar meine Kiste auf Anfang zurückgesetzt worden. Das heißt, ich habe nicht mal die zusätzlichen Plätze. Es ist alles weg. Alles, was ich mir innerhalb der ganzen Streams erarbeitet habe. Ich kann froh sein, dass ich ein bisschen Zeug bei mir hatte. Es ist alles weg. Mann. Ey, das ist so deprimierend, das glaubt ihr gar nicht. Ich schreibe die Entwickler auf jeden Fall noch an, dass die mir gefälligst mein Zeug zurückgeben sollen. Ja, nichtsdestotrotz. Ja, ey, das ist mehr als nur dreist. Weißt du, ich update das Spiel und dann ist all mein Zeug weg. Alles. Wisst ihr, als ob das Spiel nicht schon schwer genug ist? Ich habe so lange gebraucht, um mir zum Beispiel die Essenskiste komplett voll zu hauen. Da stecken mindestens 20 Stunden drin. Und alles ist weg. Es sind jetzt ungefähr 40 bis 50 Stunden Spielzeit, also Ingame-Spielzeit, die ich verbracht habe damit. Gerade einfach gelöscht worden. Ohne mein Zutun. Es ist alles weg. Also, es ist ein bisschen verständlich, wenn ich den halben Stream wahrscheinlich angepisst bin. Mindestens. Ja, nichtsdestotrotz, wir haben noch ein paar Aufgaben. Wir müssten Sachen sammeln. Ich kann froh sein, dass ich ein bisschen Inventar zumindest hatte. Und dann muss ich jetzt leider Gottes vorerst auskommen. Ey, du kannst mir eigentlich direkt dein ganzes Zeug hier geben. Meins wurde ja gelöscht. In welches Gebiet muss ich überhaupt? Mall. Ein Lazar auf jeder Map. Grigory's Ring. Wo ist denn dein Ring? Im Sumpf. Und ich soll ins Labor gehen. Und ich muss natürlich Banditen vernichten. Ich würde sagen, wir gehen als allererstes hier zum Makeshift Camp. Da ist das Labor. Ich muss den Schlüssel nochmal neu kaufen. Den hatte ich nämlich in die Kiste gepackt. Wo ist denn der? Müsste doch irgendwo sein. Wo ist mein Schlüssel? Ich muss erstmal jetzt hier den Markt hier updaten, weil mein Schlüssel nicht mehr in meinem Inventar ist. Der Shop an sich aktualisiert sich gerade überhaupt nicht.
Jetzt hat er sich aktualisiert. Da, endlich mein Schlüssel. Musste nur gerade so 2 Tage gefühlt durchskippen. Du kannst mir auch direkt wieder alles nochmal verkaufen. Hier zeigt er mir, dass ich nur 1 habe an und hier sagt er mir, ich habe 4. Ah, jetzt stimmt das wenigstens wieder. So, jetzt kriege ich wenigstens erstmal 2 Kisten zurück. B-Modul und Building Kit Levels do not match. Was willst du mir jetzt hier schon wieder erzählen? Muss ich jetzt extra diese Kits kaufen? Toll! Also die nicht mehr tracken, sondern nur noch die hier. Okay, hab's verstanden. Ich reg mich jetzt auch überhaupt nicht auf. Was ich mal eben kurz versuchen könnte, dann müsste ich das Game nur einmal ganz kurz schließen. Das speichert ja automatisch. Dass ich einfach mal ganz kurz bei Steam das eben kurz wieder umstellversuche. Ich musste jetzt auf Public Beta umstellen. Ich probiere mal. Eventuell, wenn ich das wieder zurückstelle. Ihr habt jetzt mal ganz kurz Black Screen. Vielleicht kriege ich mein Zeug ja dann zurück. Wenn ja, dann feiere ich, ansonsten weine ich. Halt die Klappe. So. Okay, da schmeißt er mein Spiel schon einfach komplett weg. Okay. Wenn er jetzt wirklich komplett für immer weg ist, ne, dann hat sich das Stream für heute erledigt. Weil dann muss ich nämlich 37 Stunden Spielzeit nochmal nachholen. Okay. Ich habe das jetzt halt wirklich einmal auf das andere wieder umgestellt. Und ich kriege dann auch mein Zeug nicht wieder. Es war aber ein Versuch wert. Bei dem anderen schmeißt er mein Zeug einfach komplett weg. Da schmeißt er sogar meinen Spielstand einfach weg. Glaubst du nicht? Glaubst du selbst dann nicht, wenn der es dir erzählt? Ihr könnt meine Wut verstehen, oder? Wenn ihr ein Update bekommt und dann auf einmal euer ganzes Zeug weg ist, wer würde dann nicht aggressiv werden? Aber hey, wenigstens die Fabrik sieht jetzt anders aus. Ist jetzt nur noch eine Lootkiste hier statt 3. Und nichts vom Wert. Die blauen Kristalle bleiben erstmal da, wo sie sind. So, ich kann jetzt da rein. Lampe anmachen, öffnen. Irgendwas, das mich umbringen will, wird schon hier sein. Ich hätte auf jeden Fall irgendwas oder irgendjemand Spaß gehabt. Komm raus, ich hab dich gesehen. Ich höre dich doch, komm raus. Hässliches Mistvieh. Die sind einfach Spinnen. Die nehme ich mit, die sind selten.
Davon hatte ich mal einen auf Reserve gepackt, falls die mal irgendwann gebraucht wird. Okay, Achtung, Spinnenalarm. Sicherheitshalber erstmal hier um die Ecke geguckt, ob da vielleicht irgendwas gleich entgegenkommt. Das ist bestimmt nicht die letzte Spinne, die wir hier heute sehen. Gemein ist, diese Drecksviecher sind auch noch verdammt schnell. Das meinte ich. Irgendwas muss ich hier drin finden. Es ist auch gut, dass ich das Nachtsichtgerät habe. Ich würde sonst gar nichts hier drin sehen. Okay, auf dem Klo sind keine Spinnen. Ich habe einfach nur sicherheitshalber schon da unten reingeschossen und es war eine richtige Entscheidung. Komm, gib mir den Bohrer. Ach, verdammt. Der Bohrer ist das, was ich brauche. Kann ich meine Kiste nicht zurück upgraden. Erstmal unten gucken. Okay, hier ist die Loot-Ecke. War es doch definitiv nicht alleine. Sag ich doch. Ich will erstmal Umgebung clearen. Weil während man lootet, ist man sehr, sehr leichtes Opfer. Ich höre Schritte. Okay, dann looten wir hier jetzt. Das kann ich direkt trinken. Ja, das kann ich gebrauchen. Was genau suche ich denn jetzt hier drin eigentlich? Weiß das Spiel selber nicht, ne? Einmal kurz gucken. Laboratorium. Evidence. Also ich suche irgendwelche Beweise für den Scheiß, der hier passiert ist. Bisher habe ich nur Spinnen gefunden.
Den Counter lasse ich hier. Ich nehme erstmal nur das mit, was brauchbar ist. Dass ich mein Inventar wiederherstellen kann. Was ist mit dem Raum hier links? Okay, es fehlt nur noch da oben rechts der Bereich. Ja, nehme ich mit. Wie gesagt, die Dinge sind selten. Geht ja dann nur noch in die Richtung hier. Definitiv in dem Raum hier. Ghule! Was ist das denn für ein Ding? Ein Ghoul-Bau! Ach, zu Geier! Mehr von denen ich wissen will? Was zum Fick? Infestation. Kommt da einfach eine Spinne angeschossen. Aber Junge. Will einer an die Ghule zählen? Ich werde mit euch, das sind mehr als fünf. Fang nicht an, die Ghule zu looten. Das ist halt sogar wesentlich mehr Ghule hier. Oh, endlich ein Bohrer. Als in der Ghul-Höhle. Da waren um die 10 Ghule in der Höhle. Und hier war gerade locker das Doppelte auf einem Platz versammelt. Nein, nicht die Viecher. Oh, nee. Warum sind die Biester hier? Ich habe euch vom Weiten gesehen. Nein! Warum ist der Wichser hier? Habe ich noch was? Das macht einmal Blutung weg, aber ich muss erstmal Wunden heilen. Ich habe irre viel einstecken müssen. Alter, packen die auf einmal das Riesenvieh dahin. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Ich hoffe, du warst alleine hier. Jetzt wissen wir, was hier alles zerlegt hat. Wo diese Bigs auftauchen, lebt danach nichts mehr. Ja, die brauche ich. Das war übrigens kein Scherz, die Dinger heißen wirklich Big. Ich nehme auch mal ein bisschen Fleisch mit. So, ich gehe jede Wette ein, dass hier in den Räumen eventuell auch noch ein Vieh auf mich wartet. Da war eine Spinne. Und dafür hatte ich halt den anderen Key.
Aber bisher habe ich noch nicht die Stelle gefunden, wo der sagte Evidence. Ach, vielleicht muss ich die Leichen durchsuchen und in einer von denen ist irgendwie so eine Karte oder ein Arm drin. Also auf jeden Fall ist hier jetzt alles tot. Ranz. Was habe ich denn da eingesammelt? Kann ich die Tür auch wieder schließen? Ich würde mich sicherer fühlen. Ultra-Loot dafür, dass das ein absoluter Scheißort ist. Also selbst die Goldenuhr ist hier. Okay, Screwdrivers habe ich jetzt momentan erstmal genug. Jetzt kommt es irgendwo, hat sich die ganze Zeit ein Vieh versteckt und überrascht mich gleich von hinten. Aber wäre diese Infestation da nicht, die gerade so links auf der Karte da ist, schon Beweis genug, dass hier was Schreckliches vonstatten gegangen ist? Ist das meine Munition? Ja, das ist meine. Das kann ich direkt nutzen. Ich nehme nur die Munition mit, die es auch für mein Gewehr gibt. Danach esse ich direkt das MRE. Ich würde sich wohl nur eine Tür im Auge behalten. Auch wenn hier wahrscheinlich alles drin tot ist. Guck mal, obwohl mein ganzes Inventar weg ist, habe ich trotzdem ihr Leben durchgeschafft. Das ist eine Kunst. BP. Wenn kann ich nur die PS-Munition gebrauchen. Alles andere lasse ich liegen. Ich habe schon extra die Fähigkeit, dass mehr in den Kisten ist. So, Medizin nehme ich alles mit. So, und jetzt muss ich eigentlich wirklich nur noch... Zählt das nicht als Beweisstück? Nee, ich muss immer noch hier in dem Labor irgendwas finden. Obwohl hier mehr als genügend rumliegt, ne? Ich denke mal wirklich, dass einer der Leichen irgendwo was drin sein wird. Das wird mich jetzt auch überhaupt nicht ankotzen. Zum Glück ist hier wenigstens alles tot. Besonderes. Hallöchen, Mr. Big. Sie die ganzen Leichen, die auf dem Boden liegen, reichen ja nicht. Vielleicht war den Teil hier. Ah, das ist es. Ah, okay, das musste ich einsammeln. Ja, jetzt kommt mir raus. Hey, wenigstens sterbe ich heute mal nicht. Das ist auch was. Mich hat auch nur dieser Big getroffen, ne? So, den ganzen Scheiß kannst du jetzt erstmal haben. Das ist eh nicht so was anderem wert. Task. Ja, lass mich erstmal gucken, ob ich überhaupt den Platz habe. Ja, ich habe den Platz gepeert. Was nehme ich denn? Ah, so ein Waffen-Repair-Kit. Ich bräuchte aber nur eins, das für meine Waffe ist.
762er, 39er und 51er, 762. 25er, da ist eine 39er. Da habe ich zwei. Und ich habe den Doktor offenbar fertig. Der Doktor will nichts mehr von mir. Das ist doch was Gutes. Willst du jetzt was neu von mir? Nee. Du willst nur, dass ich hier zum Mall gehe und diese komischen Fatzke umniete. So, ich muss mal ganz kurz ein bisschen Platz schaffen. Ja, ich weiß, wie sich das anhört. Wenn man bedenkt, dass mein ganzes Zeug weg ist. Ich kann das nicht oft genug ansprechen. Ach, willst du mich verarschen? Jetzt fehlen zwei Röhren. Krieg ich die Tür nicht zu. Okay, ich würde mal sagen, mit dem zweiten Gebiet sind wir damit dann eigentlich auch fertig, ne? Also jetzt ist hier keine Quest, abgesehen von Grigory Swing, wo ich eh einmal erst in den Sumpf muss, wo ich jetzt nochmal in die das Makeshift Camp muss. Na, da ist egal die Map. Der will, dass ich zum Mall gehe. Und da ist auch egal. Dann würde ich sagen, holen wir als nächstes den Ring. Hier. Hier müsste der irgendwo zu finden sein, laut Karte. Aber den kriege ich doch nicht kostenlos. Hier wird doch irgendwas sein, das mich umbringen will. Memory of Grigory. Okay, ich hab den Ring. Keine Ahnung, wie man da hinkommt. Aber ich gehe mal da gucken. Der hat gut Salami dabei. Der Rest ist Schrott. Ich überlege gerade. Habe ich keine Verbände da mitgenommen? So, ist das ein Tümpel, durch den ich durchlatschen kann? Nee. Das ist ein komisches Konstrukt hier. Das ist definitiv neu. Oh, Banditen! Ja, ich muss eh welche von euch töten. So, noch einer? Kommt! Gib mir die Banditen-Kit. Kommt! Ja, wenigstens ein Röhrchen. Ja, das ist eine der wenigen Röhren, die tatsächlich irgendwie nützlich sind. Ich weiß noch, wie nervig es war, diese Hunter zu suchen. Pfeffer und Salz soll ich auch mal langsam anfangen, wieder zu sammeln. Das braucht man für die ganzen Gerichte. Also für diese richtig guten. Ach, wisst ihr noch, damals, als ich nur mit der Waffe rumgerannt bin und einfach alles und jeden über den Haufen geschossen habe, bis ich selber über den Haufen geschossen wurde. Ach, das waren noch Zeiten, Leute. Dieses Spiel mobbt mich! Guckt mal, wo die Kiste ist! Ich komme da nicht hin! Was ist das für ein Mobbing hier? Wenn das Spiel weiß, ich will etwas haben, dann setzt es es so hin, dass ich nicht drankomme.
Da ist wieder ein Stash, da gehe ich auf jeden Fall hin. Da könnte was drin sein, das ich für die Kiste brauche. Ja, rühren. Und ein Bohrer. Rest ist Müll. Was geht da ab? Einmal kurz ein bisschen weiter weggehen. Ich habe ein komplettes Magazin reingeballert. Okay, das ist nicht so eine Elektrokugel, wie es in dem anderen Gebiet war. Die anderen konnte ich nämlich kaputt schießen. Es reagiert aber darauf, wenn ich drauf schieße. Aber das ist ein Punkt, wo ich definitiv nicht hingehen sollte. Ach, guck mal, da ist, glaube ich, auch ein neuer Stein. Wie soll ich denn da drankommen, ohne mich umzubringen? Ich muss auch erstmal wissen, wie viel Schaden ich überhaupt von dem Ding bekomme. Es ist aushaltbar. Aber ich stehe deutlich unter Strom. Kurz jemanden unter Strom nachgeäfft. Das ist wahrscheinlich diese Anomalie hier. Es gab ja noch einen zweiten Schutz. Nicht nur gegen Radiation, sondern auch gegen Anomalie. Das sind wahrscheinlich diese Elektrodinger da. Okay, muss ich mich... Das... Wart mal. Ihr wart von der Crimson Army. Ihr tut mir doch auch nichts. Ja, und bei denen kann ich auch einfach vorbeilatschen. Die Blitze haben einen Hasen getötet. Dieses Spiel macht sich einen Spaß draus, mich zu verarschen manchmal. Ich sag nur diese Dinger, die hier in diesen Tümpeln sind. Schon wieder so ein Elektrokristall. Ach, bleib doch weg. Ich weiß, dass da noch einer war. Kann ich hier noch was Nützliches bitte finden? Oder habe ich alles Nützliche schon gefunden? Okay, diese Tümpel hier, die lohnen sich ja gar nicht. Oh. Wer kämpft gegen was? Ich habe da doch gerade was schießen gesehen, oder nicht? Oder habe ich mir schon wieder was eingebildet? Ich habe da doch Schüsse gesehen. Um Gottes Willen, jetzt geht's richtig los. Jetzt geht die Radioaktivität richtig los. Nee, das sind auch Freunde. Ganz unten muss ich hin. Das ist auch wieder ein schlechter Witz. Warum ist das am anderen Ende der Map? Ich schieb mir jetzt erstmal ein Würstchen rein. Ein dickes, fettes Würstchen. Ich lutsch da drum. So, und jetzt habe ich Fanfiction-Material für euch geliefert. Ich hab da jetzt irgendwie sofort ein perverses Kommentar drauf erwartet. Und zwar instant habe ich sogar erwartet. Hier ist eine Kirche. Hier ist doch bestimmt was zum Looten. Wieso lebt ihr eigentlich noch? Ihr habt keinen Schutz gegen Radioaktivität.
was ist das denn für ein Griff? Immer einer, der nichts wert ist. Es ist schön, wie es so Radioaktivität regnet und es mich einfach null juckt. Also zumindest eine Kiste sollte ich jetzt wieder bauen können. Teebeutel kann ich mir Tee von machen. Und wenigstens kriege ich auch meine Banditenkills. 7 habe ich jetzt schon. Ich könnte auch auf die erste Map gehen, da streifen so viele Banditen rum. Da würde ich das instant voll kriegen. Wäre eventuell auch eine gute Idee. So, und jetzt kann ich erstmal die Storage Box machen. Und wehe, du sagst mir jetzt sowas wie, die sind eigentlich schon vorhanden. Was denn jetzt? Das ist doch die Tier 2. Verarscht mich doch gerade. Ich darf jetzt nicht mal mir meine Box wieder richtig upgraden, oder wie? Also, da streamst du 2 Wochen das Spiel nicht und dann ist es komplett kaputt. Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll, ne? Ich habe gerade wirklich das Bedürfnis, einfach den Stream für heute hinzuschmeißen. Und erstmal die Entwickler anzuschreien. Also erst nehmen sie mir meine gesamte Box und dann darf ich sie nicht mal mehr wiederherstellen. Ich wollte gerade drauf losschießen, aber ich darf nicht. Ich kann doch nicht mit nur 2 Boxen da durchspielen. Ich nerv jetzt erstmal die Entwickler, bevor ich hier weitermache. Also das ist ja unmöglich. Dafür habe ich echt keine Worte mehr. Ja, ich habe keinen Platz mehr. Meine 14 Räume hier, die darf ich ja nicht mehr nutzen. Ansonsten wäre irgendwie gerade das Bedürfnis für den Entwickler nach Hause zu fahren und den mal so richtig schön in die Fresse zu hauen. Also ich auf jeden Fall. Ey, im Ernst, ich mache hier für heute Feierabend. Das kannst du keinem erzählen, ey. Ich gehe jetzt nach dem Stream hier erstmal die Entwickler anschnauzen. Die sollen mir gefälligst mein Inventar zurückgeben. Und auch gefälligst, Mann, dass ich, wenn ich schon mein Inventar nicht zurückbekomme, dann ich wenigstens die scheiß Storage-Truhe wieder voll aufwerten kann. Ich kann ja echt gar nichts machen. Die haben mit einem Update das komplette Spiel versaut. Das kannst du dir nicht mal ausdenken. So kann doch kein Mensch spielen. Also bei Zero Sievert mache ich hier heute Schluss. Und ich habe jetzt nicht Bock, wirklich für eine halbe Stunde jetzt noch irgendwas anderes anzufangen. Es tut mir leid, dass der Stream heute so kurz ist. Aber so kann ich nicht spielen. Es ist gefühlt ein Inventarplatz, den ich da habe, im Vergleich zu vorher. Ich hatte vorher alle Kisten freigeschaltet. Mehr als die Hälfte davon war voll. Und mit nur einem Update haben sie es geschafft, dass man einfach nur quitten will.
Die einzig andere Möglichkeit, falls ich jetzt wirklich mein Zeug nicht zurückbekomme, nachdem ich die Entwickler anschnauzen werde, ist einmal alles komplett nochmal zu machen. Über einen zweiten Spielstand. Und ihr könnt euch, glaube ich, denken, wie sehr ich darauf Lust habe. Also, danke, Zero Sievert. Oder wie der Entwickler heißt, das muss ich eben kurz nachgucken. Modern Wolf heißt das Entwicklerstudio. Beziehungsweise Cabo Studio. Sind offenbar zwei verschiedene. Der Entwickler ist Cabo Studio und der Publisher ist Modern Wolf, okay. Also für heute mache ich hier Schluss. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Follow auf Twitch da. Lasst ein Abo und ein Like auf YouTube da. Ich bin für heute einfach raus. Das bricht einen seelisch.